Ja, sehr geehrte Herren Präsidenten, Mitpräsidenten, sehr geehrte Messeleitung, sehr geehrte Vertreter der Stadt Neumünster, lieber Johann, wenn ich das so sagen darf, du bist ja so auf so einer Abschiedstour. Wir haben uns erst ein bisschen darüber unterhalten, sprechen wir überhaupt ein Grußwort, Herr Held oder Herr Lavrov, das als ideeller Träger. Aber jetzt, als ich in die Halle kam und merkte, dass es erweitert, habe ich mich doch dann so ein bisschen dahin bewegt, gefühlt, dann doch auch ein Grußwort, und Sie haben das richtig erkannt, als ideellen Träger zu sprechen. Was mich so ein bisschen berührt hat, ist die Tatsache, die Sie mir berichtet haben und sagen, Sie wollten das gar nicht so publik machen, dass sich Gegner der Jagd und möglicherweise auch der Angelei hier versammeln wollen und dagegen demonstrieren wollen. Ich glaube, und das wollte ich einfach mal Ihnen auch noch mal versichern von der Messeleitung und wie Sie das durchführen. Also wir als ideelle Träger stehen zu Ihnen, was immer hier passiert, um das noch mal so deutlich zu sagen, weil wir einfach als ideelle Träger davon überzeugt sind, von der Sache, die wir vertreten. Und insofern, wenn Sie Hilfe brauchen, würden wir das sowohl in Wort als auch in Möglichkeiten, die wir haben, unterstützen. Wir stehen dazu, auch wenn Johann Böhling vorhin gesagt hat, es gibt so viele Strömungen im Lande, wo man immer wieder sagt, mein Gott, ist das alles, lässt sich das alles verbinden, ob es nun die Seehunde sind oder andere Dinge, die da sind. Aber die ideellen Träger, und da glaube ich, spreche ich auch für die Fischer und für die Angelfischer, die ideellen Träger stehen zu den Dingen, die wir hier im Lande machen. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Angelegenheit, und wir haben, glaube ich, sehr viele Anhänger in dem, was wir dort machen. Und die Jagd ist nicht nur ein gesetzlicher Auftrag, sondern sie ist absolut notwendig, auch die Angelei absolut notwendig für dieses Land. Wenn das alles nicht so sein sollte, aber wenn man das alles, ich sag mal so, verstaatlichen würde und anders herangehen würde, dann würde das den Staat und die Gesellschaft viel Geld kosten. Wir stehen zu unserer ehrenamtlichen Aufgabe, die wir haben, und wir ersparen der Gesellschaft viel Geld und viele Dinge und viele Überlegungen, die möglicherweise die Menschen angestellt haben, die vielleicht versuchen, das Ganze zu stören. Sie werden respektiert von uns in ihrer Auffassung. Das gehört unter Menschen so, dass man unterschiedliche Auffassungen respektiert. Aber wir hoffen auch, dass wir sie noch ein Stück weit mitnehmen können zu den Dingen, die, glaube ich, die Messe ausmacht und das Ideelle der Jagd und der Fischerei ausmacht. Ich wollte Ihnen einfach diese Worte nochmal mit auf den Weg geben, weil das zeigt dann den ideellen Träger, der dort für diese Aufgabe dann zur Verfügung steht. Ich sehe auch natürlich einige Jäger und auch einige Jägerinnen, hoffe ich, und Anglerinnen und Angler, die hier sind. Ich habe mich eigentlich gefreut, dass haben wir eine Erweiterung, dass wir nach hier sind. Also wir hatten ja mal Phasen, wo wir dann gedacht haben, na, ist das alles so, was wir da vorhaben, so richtig, lohnt sich das alles? Aber wenn ich merke, es erweitert sich, fühle ich mich als ideeller Träger sogar wieder hingerissen, das richtig zu begleiten und begleiten zu wollen an dieser Stelle. Und freue mich darüber, dass auch, so habe ich jedenfalls den Eindruck, auch mehr hier sind, die hier heute am Morgen in der Eröffnung da sind. Wenn das so eine Zukunft hat, sind wir sofort dabei. Herr Böttger amüsiert sich da hinten schon im Hintergrund, aber dann sind wir sofort dabei, glaube ich, und machen das auch, wenn es etwas schwierig ist und auch wenn wir etwas überlegen, ob man möglicherweise andere Standorte nimmt. Dann, so ist das im Leben einfach mal, wenn der Erfolg da ist, dann sind natürlich auch alle wieder dabei. Der Erfolg ist das entscheidende Kriterium. Ja, diese Messe, das ist ja immer so, das hat auch sein Vorgespräch. Es gibt natürlich große Messen in Deutschland, ob es nun dort in Dortmund ist oder wo immer man hinfährt. Aber ich glaube, man sollte auch ein Stück weit an dem lokalen Charakter teilhaben und daran teilnehmen, weil einfach hier auch, und das halte ich für viel wichtiger, Gespräche möglich sind, dass man sich miteinander mal trifft und mal sieht. Und dieses Miteinander sich treffen und sehen, ist, glaube ich, was außerordentlich Wichtiges in Jägerkreisen. Wir haben immer, ich glaube, bei den Anglern ist es nicht anders, immer sehr auf diese Kameradschaft gesetzt, die unter uns herrscht, und dass wir in derselben Aufgabe miteinander vernünftig umgehen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Kriterium, hier sich zu treffen, viel Spaß zu haben. Nicht nur zu kaufen, Johann, du musst nachher immer kaufen, nicht? Also nachher nicht mehr gucken, immer kaufen, sondern dass wir einfach Freude haben an dieser Jagd und an dieser Arbeit, die wir hier in diesem Lande machen. Und diese Freude wollen wir auch dann Ausdruck verleihen, dass wir hierher gehen, dass wir Spaß haben, dass wir Gespräche haben. Und in dem Sinne wünsche ich der
Messe einen guten Verlauf. Vielen Dank und an der Stelle, wenn ich das sagen darf, kommt ihr noch? Nee, dann sage ich Weidmannsheil und Petri Heil. Ist das so richtig? Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.